Erinnert ihr euch an diese Antiquität? Die Postkarte. Ein meist rechteckiges Stück festes Papier, auf der Vorderseite ein Bild vom Urlaub in Rom oder auf den Bahamas, auf der Rückseite ein Kästchen für die Adresse der Großmutter und eins, um ihr eine Nachricht zu schreiben. Beliebte Motive gab es viele. Aber wusstet ihr, dass es auch Postkarten von den großen Wohnsiedlungen gab? Viele von ihnen wurden geschrieben, gestempelt und verschickt. Was erzählen uns diese Karten? Und sind Betonburgen vielleicht gar nicht so hässlich? Seit der Belle Époque und während des gesamten 20. Jahrhunderts hat die Postkarte die Entdeckung der Welt, die Fotografie und den Aufschwung des Massentourismus begleitet. Ob aus der weiten Welt oder von zu Hause aus verschickt, die Postkarte hat unsere Fantasie und unseren Blick auf viele Orte geprägt. Ich finde diese Postkarten sehr interessant, vor allem die der großen Wohnsiedlungen. Renaud Epstein ist Soziologe und sammelt Bilder von großen Wohnsiedlungen. Die großen Wohnsiedlungen haben heute ein extrem negatives Image. Aber das war nicht immer so. Und das ist noch gar nicht so lange her. Diese Postkarten wurden von Menschen, die hier lebten, an ihre Familien verschickt, die zurückgeblieben waren in den Dörfern. Irgendwo im tiefsten Frankreich, in abgelegenen Gegenden. Und diejenigen, die in die Stadt gezogen sind, waren stolz darauf, den anderen diese Orte zeigen zu können. Sie sind heute ein Zeugnis der damaligen Stadtentwicklung und Raumplanung. Sie verkörpern einen Moment der französischen Geschichte. Eine Zeit, in der man Vertrauen in die Zukunft und den sozialen Fortschritt hatte. Dieses Phänomen hat den Soziologen fasziniert. 1994, als Student, kaufte er in einem Tabakladen Postkarten einer Siedlung. Der Beginn einer großen Sammlung. Wie viele Karten hast du denn heute? 500? 1000? Ich bin nicht sehr gewissenhaft im Zählen, aber ich schätze um die 3000. Doch so viele. Während des Wiederaufbaus nach dem Zweiten Weltkrieg und in der Zeit des Wirtschaftswunders entstanden überall in Frankreich große Wohnsiedlungen für bessere Lebensbedingungen und als Zeichen der Modernisierung. À la place des taudis, des immeubles nouveaux se dressent pour atteindre au-dessus des vieux toits. Et l'air et la lumière. Die Produktion von Postkarten spiegelt diesen politischen Willen wider. Sie zeigen auch, wie unterschiedlich und vielfältig diese neuen Wohnformen waren. Diese Bilder sind interessant, denn heute wird im Zusammenhang mit diesen Vierteln immer wieder von Uniformität, Tristesse und architektonischer Armut gesprochen. Nach dem Motto, kennt man ein Viertel, kennt man alle. Und was sehen wir da hinter dir? Wir sind inmitten eines der wohl schönsten Viertel der Ile-de-France im Großraum Paris, im Picasso-Viertel mit seinen Wolkentürmen. Eines der zahlreichen Viertel des großen Architekten Émile Ayot. Er wollte die Uniformität, die viele große Wohnsiedlungen bis dahin geprägt hatte, überwinden und hat dafür mit Künstlern zusammengearbeitet. In diesem Viertel gibt es einige Skulpturen und er hat mit unterschiedlichen Materialien gearbeitet. Hier zu sehen an diesem farbenfrohen Mosaik. Je nach Tageszeit, je nachdem, ob es sonnig oder bewölkt ist, hat dieses Viertel eine ganz andere Wirkung. Die Vorderseite zeigte also vielfältige Darstellungen der Wohnsiedlungen. Und die Rückseite diente nicht nur dazu, den Angehörigen Nachrichten zu schreiben. Viele Karten wurden genutzt, um Antworten zu Gewinnspielen zu verschicken. Sie waren gewissermaßen eine etwas teure Version der heutigen SMS. Von diesen Karten gibt es einige. Ziemlich viele beinhalten auch nur eine kurze informative Botschaft, wie komme mit dem Zug um 12.47 Uhr. Holt mich ab. Die Postkarte hat Standards geschaffen, die wir übernommen und an das Zeitalter des Handys, der Kamera und des Internets angepasst haben. Wir alle produzieren heute Postkarten, denn wir haben das in unserer Hosentasche. Und wir machen damit ständig Fotos. Die posten wir dann in den sozialen Netzwerken, verschicken sie über WhatsApp oder per SMS. Das ist heute der wahre Nachfolger der Postkarte. Das Foto, das sagt, schaut her, ich bin hier, begleitet von einem kurzen Text. Das ist die heutige Version der Postkarte, von uns allen angefertigt.